Zat, zat ab. Viel Glück, mein Junge. Ja, ich hoffe, ich ziehe was Geiles. Gucken wir mal. Ist das ein Glurak? Ja, ja. Wie im Jemset. Wir ziehen das Ding eh nicht. Aber hey. Egal, Kulu. Wir probieren's, wir probieren's. Freunde, willkommen zu diesem wunderbaren Video. Und ja, ihr werdet schon gesehen haben, heute am 19.02.2021 ist es soweit, das neue Set Glänzendes Schicksal erscheint offiziell für alle Leute da draußen, die unter anderem Boxen kaufen für, ja, einen überteuerten Preis fürs wahrscheinlich, denn dieses Set ist vergriffen, sein Urgroßonkel, und ich habe leider halt auch nicht so viele Boxen. Aber ich kann euch heute mehrere Boxen vorstellen und werde euch auch im nächsten Video noch die Boxen zeigen, die halt fehlen. Unter anderem haben wir diese drei neuen Tins mit Shiny-Promos drin. Dann haben wir Pin-Collectors-Editionen, 4 Stück an der Zahl. Galapantifrost, Dedenne, Fatalité und Scorbunny. Dann haben wir einmal eine Pikachu-V-Box, auf die ich mich sehr, sehr freue, weil, jo, es ist mal wieder ein geiles Pokémon da drin. Und dort sind 4 Booster enthalten, aber ich glaube, das krasseste Set wird dieses hier sein, was von den meisten halt auch erworben wurde. Und zwar die Glänzende Schicksal Elite-Trainer-Box mit Evoli VMAX drauf. 10 Booster sind da drin, dazu Foils, Damage Counter, alles was dazugehört, um mit dem Spiel zu starten. Aber ich finde tatsächlich, der beste Artikel aus diesen ganzen sind die Tinboxen hier. Preis-leistungsmäßig sind die hier, glaube ich, das Beste, weil die kosten, glaube ich, ungefähr 26 Euro. Es sind 5 Booster drin, das heißt, du bist mit 2 Tinboxen tatsächlich besser dran als mit einer ETB. Wir hatten noch nie Tinboxen, die tatsächlich so eine Anzahl an Booster haben, dementsprechend geiles Produkt. Und diese machen wir auch im nächsten Video erst auf. Heute fangen wir an mit der wunderbaren Elite-Trainer-Box mit dem Evoli drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Puh, Freunde, lasst gerne mal ein Däumchen da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, Glänzendes Schicksal, ein gigantisches Set. Es gibt dort über 100 Shiny-Pokémon drin. Und ja, gerade mit der jetzigen Pokémon-Situation, wie ich schon im Intro sagte, es werden sehr wenige Boxen davon im Umlauf sein. Ich habe auch nur diese eine gerade tatsächlich. Also ich habe selber nicht mehr bekommen, weil ich es nicht einsehe, für 200 Euro tatsächlich da Geld für auszugeben. Ich habe die von den Cup Buddies erworben für einen guten Preis. Solltet auch mal bei den Jungs vorbeischauen. What the? Achso, da ist die Promo. Schaut gerne bei den Jungs vorbei. Die hatten auch schon vor ein paar Tagen tatsächlich ein paar Tinboxen drin. Für einen recht guten Preis, fand ich tatsächlich. Originalpreis ist ungefähr 26 bis 30 Euro. Und bei denen kosten die jetzt nicht mehr als 50. Klar, es ist immer noch mehr. Aber es ist, finde ich, tatsächlich noch ein okayer Preis, um diese Boxen sich zu holen. I mean, jedes Pokémon-Produkt ist gerade overpriced. Und wir haben hier, ach du Heilige, sehen diese Artworks gigantisch aus, ey. 10 Stück an der Zahl mit 4 unterschiedlichen Artworks. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Edition ist sehr, sehr schön. Falls ihr meine Meinung zu jeder einzelnen Karte haben wollt oder zu den coolsten Karten, könnt ihr auch gerne auf meinem Zweitkanal vorbeischauen. Dort habe ich ebenfalls schon ein Video released, wo ich darüber gesprochen habe und halt auch schon ein paar Sachen angemerkt habe. Wie gesagt, es gibt über 100 Shiny-Pokémon in diesem Set drin. Das ist beachtlich, um dieses Set zu vervollständigen. 72 Pokémon sind im normalen Subset drin und es ist genial. Kufanti, wir starten rein und merkt schon, ja, die Karten sind packfresh. Wenn ich hier drauf fasse, boah, die sind eiskalt. Die kamen gerade mit der Post. Also wie gesagt, Kuss geht nochmal raus, dass es so schnell ging auch an die Jungs. Und ich bin sehr gespannt. Heute möchte ich auf jeden Fall was Nices sehen. Und okay, mir wurde gesagt, dass die Amazing Rare-Karten auf dem Rare-Slot sind. Aber hey, wir haben Amazing Übelteil gezogen, was auf dem Reverse-Slot ist, wie es aussieht. Sehr stark, ey. Da freue ich mich sehr drüber. Das ist eine gigantische Karte. Und dahinter haben wir Forschung des Professors. Auch eine neue Karte tatsächlich. War vorher ja immer die Professorin aus der Kalos-Region. Luxio haben wir hier. Sehr cooles Artwork. Arboritos, der Dartmeister. 180. Easy. Kotomi und ein Code. Die Codes werde ich wahrscheinlich online irgendwie am Wochenende einlösen. Also schaut auch gerne vorbei, wenn da bestimmt ein bisschen online spielen. Aber wir haben schon mal einen Amazing Rare Hit, der definitiv stark ist. Und der wird auf jeden Fall sofort eingetütet, wenn ich hier auch eine Penny Sleeve ergattern kann. Ich habe hier ein bisschen aufgestockt, sage ich mal. Aber das ist schon mal ein guter Hit. Das ist schon mal ein guter Hit. Ich weiß noch nicht, ob ich Preise einblende. Hier haben wir, by the way, noch die wunderbare VMAX-Karte von Evoli. Sieht auch sehr cool aus. Gefällt mir. Meine VMAX-Karte, anstatt eine Full Art zu bekommen, wir haben ja einen Weg des Champs, eine Full Art Glurak-Karte gehabt, hier in Evoli. Ein bisschen Liebe halt mal für andere Pokémon als Glurak ist auf jeden Fall ganz nice. Also ich hoffe, dass wir mindestens hier eine Shiny Full Art mal ziehen. Also es gibt ja, ich glaube, 22? Nicht mal, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, so viele Full Art Shinies gibt es gar nicht in dem Set. Ich habe auch über einige gesprochen in meinem Video auf dem Zweitkanal.
Und, Mortine war, ist ein Reprint aus Schwert und Schild und dahinter Kamalm. Die Shiny Pokémon sind, by the way, auch wieder auf dem Reverse Slot. Also wir haben hier viele neue Artworks dabei, aber halt auch einige Reprint-Karten, was ein bisschen schade ist. Team Yelchal auch ein Reprint, Bojolin auch ein Reprint. Also, ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Set. Ich bin, also natürlich, wie gesagt, das Set ist sehr kontrovers wegen des hohen Preises. Da bin ich ganz ehrlich, das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht cool finde. Aber wir versuchen hier auf jeden Fall auf diesem Kanal ein paar Openings zu machen. Ich werde auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, natürlich, um hier ein paar geilere Openings noch zu machen. Ich habe sehr viele vorbestellt, aber die Sachen sind halt alle noch nicht da. Monpeko mit einem genialen Artwork hier mit Shuckle und mit Pepek heißt er, glaube ich. Oder die Weiterentwicklung. Ich weiß es nicht. Trompork, Trompek, Trompek heißt er, glaube ich. Smogon, Yanma. Wir haben ein Knackleon. Chimpeperu und Riffex in Full Art Shiny. Okay, den take ich. Ist ein cooleres Pokémon in Shiny, definitiv. Und wir haben jetzt hier auch das erste Mal eine Full Art Shiny tatsächlich in der Hand aus dem neuen Set. Also Glurak war ja ähnlich vom Pattern her, also von dem Holo-Foil und allem. Und yo, das glänzt sehr stark, ey. By the way, die schöne London-Matte, die hat letztes Mal Glück gebracht. Dementsprechend dachte ich mir, ich behalte sie nochmal. Die ist nice. Und dahinter, denn wir haben Chance auf Double. Und wir haben ein Morpeko V. Ist ein Reprint aus Schwert und Schild, ist hier aber drin, weil es ein alternatives V-Max Morpeko gibt. Also ganz cool, rostiges Schwert, neuer Print hatten wir auch noch nicht, ist auch Shiny Star V tatsächlich. Boah, so viel zu erzählen, ey, so viel zu erzählen, ich bin so gehypt, ey, dieses Set ist genial. Also das ist tatsächlich ein besseres Set als Weg des Champs, weil Weg des Champs ist scheiße. Ich hoffe, ich darf was so sagen, ey. Aber Riffex, gutes Elektro-Pack, da freue ich mich sehr drüber. Und ich würde mich am meisten freuen, let's be real guys, Glurak wäre geil zu ziehen. Da bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde sogar so ein Katapultra wäre geil. So ein Katapultra in Shiny wäre gigantisch. Aber ich bin mehr hinter diesem Boy hierher in Shiny. Hinter Bautz. Den möchte ich definitiv haben für meine Freundin. Sie wird sich freuen. Weberak. Manaphy. Das ist ein schönes Artwork, wie es am Strandschild. I like it. Stahlenergie. Urgil. Der jettet ein bisschen. Paldium. Den im Full Art, Alter. Und wieder 180. Weiß nicht, mein Dad hat damals super viel Dart geguckt und hat mich ein bisschen angesteckt. Ich habe damals immer so ein bisschen mitgeschaut, aber ich bin jetzt nie so der große Fan gewesen. Oh, Barmelins Artwork ist sehr cool. Das gefällt mir. Kupfanti hier baut einen Turm mit Steinen. Tuska. Kotoni. Kotoni heißt der? Nee, doch. Kutini. Kutini. Silvaro haben wir hier als Reverse Rare. Und ein Luxtra. Oh, eine schöne Karte. Hat, glaube ich, auch schon irgendwie mal einen Print bekommen. Also ich kenne das Artwork auf jeden Fall, aber ist ganz nett. Rostiger Schild. Das Samazenta V, an dem diese Karte angelegt ist, erhält 70 KP. Boah, das ist broken. Also, wenn man so ein Samazenta Deck hat. Also, ich werde auch bald wieder mit TCGO weitermachen. Wir haben vor kurzem ja auf Twitch. Folgt mir auf Twitch, da streame ich. Da habe ich ja schon wieder mal ein bisschen gedaddelt mit euch zusammen. Aber wir werden auf jeden Fall. Boah, noch ein Morpeko Artwork. Die sind gigantisch, ey. Die feiere ich sehr mit der Zitrusbeere und dem weinenden Snubbull, der leider nichts bekommt. Aber warte, Snubbull. Du kriegst hier noch deinen. Du kriegst deinen Glurak V-Hit gleich. Dein Glurak V-Max-Hit. Oh mein Gott, ich dachte gerade, da ist er wirklich, ey. Evoli Reverse Ray haben wir hier. Beziehungsweise Reverse Common. Und ein Ditto V-Max. Ist ebenfalls drin. Ditto Shiny wäre eine Shiny, die ich definitiv ziehen will. Das ist schon mal ein sehr, sehr nicer Hit. Ich lege das eben beiseite und hülle das Ditto ein. Sehr, sehr iconic Pokémon. Sehr bedrohlich. Die Mauer aus Gummi. Die Mauer aus Gummi. Bojolin, rostiges Schwert und Rotom haben wir hier. Qualität der Karten, ich guck mal gerade an. Das Centering sieht ein bisschen off aus, halt, ne, wenn wir das sehen, left to right. Das ist ein bisschen schade, aber da machst du nix. Glurak auf dem Cover. Das ist ja wohl ein geiles Artwork, oder? Holy shit. Holy shit, bockt das. Schauen wir, was noch bockt. Wir haben Bautz. Shinox. Knackleon. Come on, normales Shiny will ich ziehen. Yanma. Marmeline. Bojolin. Und Servol war vorher ja eine Championship-Promo in Japan. Unser erster Print von Servol in der männlichen Form. Sehr männlich und sehr gut. Hat eine coole Fähigkeit mit Obhut. Kann ein bisschen recovern. Ist ganz nett. Aber ich glaube, das war's. War's das? Ne, wir haben noch drei Packs. Okay, drei Packs haben wir noch. Ich calle, wir ziehen noch eine Normal Shiny. Und eine Full Art. Also ein Full Art Trainer. So eine Skylar. Skylar wäre schon. Soll ich sagen? Ich sag's nicht, okay. Morpeko! Hey! Hey! Passend zu den ganzen anderen Morpekos. Den habe ich gewollt, den hier. Come on, Morpeko V-Max Center. Ah, leider nur ein Gaunux. Auch ein neues Artwork, kenne ich so gar nicht. Tropius, Chimsticks. Also sind viele Pokémon tatsächlich da drin. Auch mit den Holo-Karten, das gefällt mir sehr. Aber Morpeko in Shiny zu ziehen, das ist süß. Das ist sehr süß. Oh, wir haben hier sehr viel Silvering erwischt. Ich weiß nicht, ob ihr es da oben sehen könnt. Wenn ich es auf der Karte gelegt hatte.
Da, ich glaube, da sieht man es ein bisschen glänzen. Also die Printqualität bisher noch nicht so überragend. Das Centering ist ja auch wieder ein bisschen off. Ausgestanzt, die Corners sehen nicht ganz so geil aus. Aber hey, I like. Da, 122 Karten im Shiny Subset. Das ist beachtlich viel. Beachtlich viel. Aber hey, wir haben nochmal eine Normal Shiny gezogen. Und eine Full Art. Also dementsprechend sehr, sehr cool. Und wie gesagt, es gibt nicht so viele Full Arts. Das wunderbare Evoli habe ich auch schon im Video drüber gesprochen. Und wir haben Micro. In Schwert und Schild habe ich Jahre für den Jungen gejagt. Und hier ziehe ich ihn tatsächlich als zweites Shiny aus dem Set. Wir haben ja 1600 Encounter oder sowas bei dem gehabt. Das war gigantisch. Ich mag die Shiny-Form sehr. Auch die Sparkles hier und Striche. Also das sind wirklich wieder schöne Shiny-Karten. Also da, Props gehen raus an die Pokémon Company. Aber ich hoffe, dass die Jungs bald mal wieder ein paar mehr Packs printen. Und by the way, wenn ich hier schon was anspreche. Unter anderem, ich habe ja noch meine Matte, meine neue, ne? Die Frühlingsmatte. Davon sind noch 40 Stück da. Also falls ihr da zuschlagen wollt, macht das gerne. Also sind noch ein paar da. Sieh, Alter, drei Shinies pro, das ist gut. Und Sarude, holy shit, Sarude mag ich sehr gerne. Sarude sieht super aus. Arena-Trainer. Arena-Trainer, das hört sich wie ein Reim an. Chimsticks und nochmal ein Code. Huh. Seelenbrim. Signature-Pokémon von unserem Bettis. Baby. Centering left to right sieht gut aus. Oben, unten. Na, ein bisschen offen. Wieder sehr viel Silvering da oben. Ne? Bah, das ist echt nicht schön. Seelenbrim ist jetzt auch so ein cooles Pokémon. Und das Set allgemein. Also, wir machen jetzt noch eine. Wir machen auf jeden Fall noch was auf. Holy shit. Pikachu V. Yo, ich sehe auch jetzt gerade, jetzt guckt euch mal das Pattern der Box an hier. Mit den ganzen legendären Pokémon drauf. Auch Celebi dort. Das ist sehr schön gemacht worden. Also die Boxen sehen vom Designer wieder klasse aus. Aber was man Pokémon halt lassen muss, die Jungs kriegen es halt nicht hin, vier Booster einzupacken, ohne den kompletten Regenwald abzuholzen. Und gleichzeitig hast du nochmal Plastik drumrum. Wir haben hier die Pikachu-Promo. Sieht ganz cool aus. Gab es, glaube ich, in Japan in diesen gelben Boostern, die ich auch schon geöffnet habe. Und natürlich eine XXL-Karte. Und was ich euch sagen kann, gibt für diese Packs keine 200 Euro aus oder sowas. Ey, wenn ich das sehe auf eBay, Amazon oder sonst, wie teuer die Teile gelistet sind, ist es ja unglaublich krank, ey, was einige Leute da vorhaben. Also da wartet lieber erstmal ab. Kamehameha, das ist super süß. Den mag ich. Der ist süß. Coutini. Chimsticks. Und Befehl vom Boss. Eine sehr gute Rare-Karte. Nicht mal eine Holo. Also es ist eine sehr, sehr spielstarke Karte mit Flordelis. Ist Giovanni. Bloß halt mit einem anderen Artwork. Aber mit selben Effekt halt. So, nächstes. Oh, das ist eine Fuller Trainer. Das ist eine Fuller Trainer. Ich habe mich gespoilert, glaube ich. Kritisch. Sefa haben wir auch noch nicht gehabt. Tuska. Morpeko, der kleine Boy. Britz Eagle. Let's go. I like it. Nächstes Mal Lieblings-Pokémon, aber ein Shiny. Das take ich. Sieht auch nicht so special aus für eine Farbe mehr, finde ich. Und dahinter Skylar. Arena-Trainer. Geiler Name. Der Arena-Trainer ist normal in der roten Uniform. Und hier in der von Milo, glaube ich, heißt der. Vom Pflanzen-Arena-Leiter. Das sieht sehr cool aus. Ein Pokéball, eine Brille hat der Boy hier am Start. Also ein Girl und ein Boy. Die haben Bock. Und ich habe ebenfalls Bock. Sehr nice, ey. Also dieses Fuller Trainer Holo, das schimmert immer durch. Urgel wieder am Start. Baldium, den möchte ich hier kommen. Das Meme Baldium, den möchte man noch ziehen. Kann mir doch keiner was anderes erzählen. Huh. Also wie gesagt, ich bin sehr, 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 sehr... Und falls ihr morgen noch ein Part sehen wollt, ne? Also, es hängt von euch ab. Dann lasst gerne mal ein Däumchen da. Denn je mehr Däumchen wir haben, desto eher weiß ich, okay, da muss ich halt ein Part raushauen. Ja, mega haben wir hier. Sieht ganz nett aus in der Abendsonne. Urgel, Baldium. Weil ich möchte natürlich Content für euch raushauen. Ganz klare Sache. Aber ich habe tatsächlich auch ein paar Packs mit privat gekauft. Also ich werde nicht alle öffnen. Ich habe zwei Packs für meine Freundin noch geordert. Bei den Jungs, die so, yo, könnt ihr mir noch zwei Packs reinpacken? Bezahl das dann noch. Also keine Panik halt, ne? Weil ich das halt nicht im Video zeige oder sowas. Oh, Langa! Hey, yo! Aber hey, ich habe auch ebenfalls Bock gehabt, so einfach ein paar Packs für mich zu öffnen, außerhalb der Kamera. Schlaraffel haben wir noch hier. Nee, Schlaraffel heißt der. Schlaraffel. Double Trouble hier sozusagen, wie ich es immer in Hidden Fates gesagt habe. Und weiß nicht, ich finde es halt cool, selber halt auch Packs zu öffnen, außerhalb der Kamera. Finde ich einfach eine coole Sache halt, ne? Und meine Freundin ist da ebenfalls drinne. Und yes, das heißt, ich mache leider nicht alles vor Cam auf. Also da tut's mir leid. Aber wenn da was drin ist, zeige ich es euch natürlich halt, ne? Olanga, ey. Ich weiß nicht, was ich von Olanga halten soll. Die Shiny-Form sieht halt sehr, ja,
Ist cool wegen des Weißes, aber irgendwie bin ich halt nicht so der Fan von. Schlaraffel finde ich süß. Schmeißt mit seinen Bären um sich. Der Junge hat Bock. Der Junge hat Bock. Und ich habe ebenfalls Bock. Pantifrost. Wir haben hier einen Pin von dem Jungen. Dann bin ich schon am Tanzen. Und die Promokarte hier am Start mit dem Galaxy Foil. Sieht sehr nice aus. Also das gefällt mir sehr. Also da Props, Props, Props. Die Promos sehen ja immer gut aus. Also da brauchen wir uns ja eigentlich nie beschweren. So, nächstes Pack. Katapult drauf, dem Artwork. Ich glaube, wir machen noch eine Box danach auf. Danach machen wir ja schon ein bisschen Feiern. Kami-Hubs. Und Vulcanion. Auch ein geiles Artwork. Auch so noch nicht gesehen. Das Steam-Pokémon. Steamy, steamy. Glurak. Come on, ich will noch... Komm, ein Full-Art-Shiny würde ich noch ganz gerne ziehen. Wir haben jetzt zwei Stück bisher gezogen. Eine Full-Art-Trainer und mehrere Normal-Shinies. Also das ist schon mal sehr gut. Luxra Holo. ich finde es auch mal wieder ganz cool, dass hier nicht in jedem Pack eine Holo ist. Auch wenn es... Ich weiß gar nicht, ob man die Packs abwiegen kann. Also da seid immer vorsichtig, wenn ihr Einzelpacks kauft. Also in England hat man ja den verschiedenen farbigen Code immer. Da ist es, glaube ich, sehr einfach. Aber halt auch, weil die Shinies auf dem Reverse-Slot sind, ist es eigentlich egal halt. Ne? Also... Da ist es auf jeden Fall eine gute Sache, dass Pokémon das gemacht hat. Oh, und ich habe schon gehofft, dass es der gute Hoplo oder Lieberlo ist. Aber wir haben Thermopod bekommen. No! Und Forschung des Professors. Ah, nicht so meine Favorite Shiny Feuerkarte. Aber hey, ist ein Shiny. Und wir wollen ja jedes Shiny sammeln. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich mache sonst einen Kommentar. Einfach in die Kommentare. Wo ich halt euch frage von wegen so, yo, wollt ihr, dass ich... alles öffne. Also damit meine ich halt, dass ich alle Shinies versuche zu sammeln. Wir haben einen Dedenne hier. Sieht auch sehr süß aus. Und natürlich den Pin. Der wird safe an meine Freundin sofort gehen. Also den werde ich nicht lange sehen. Die letzten drei Booster. Leute, wünschen wir nochmal Glück. Wir haben schon nochmal ein Big Hit am Start. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, welche Karte sollen wir ziehen? Was ist euer Ziel? Celebi! Eine absolute One-Karte von mir, die wollte ich ziehen, ey. Oh, ich bin ja ein riesen Celebi-Stan. Müsst ihr wissen, hey. Also, ich liebe Celebi. Einzige Goldstar-Karte, die ich jemals gezogen habe. Mein Lieblings-Pokémon aus meiner Kindheit. Das war Schicksal damals. Das war absolut Schicksal damals. Also, und warum ihr euch wundert, warum ich nicht den Kartentrick mache, ich möchte die Packs halt ungern beschädigen. Deswegen gehe ich da halt so durch. Also, das ist der Grund dafür. Snomnom. Sepa. Klapp die Fuchs. Evol. Und Reshiram in der Amazing Rare. Ah, okay. Ist doch auf... Ist, hä? War das gerade nicht auf dem... Hä? Also sind die doch... Nee, doch. Also sind sie doch auf dem Reverse-Slot. Ich war gerade verwirrt. Habe ich mich jetzt vorhin versprochen oder sowas? Ich weiß es nicht. I don't know, was ich gesagt habe. Aber wir haben eine weitere Amazing Rare gezogen, die definitiv ein bisschen was wert ist und auch cool aussieht. Also ich mag die sehr. Mit dem... Regenbogen, Feuerwerk-Holo im Hintergrund, das aus... Also es glänzt halt wie eine Regenbogenkarte. Das muss man an der Stelle sagen. Centering ein bisschen auf Print-Qualität von hinten. Sieht ganz gut aus. Da oben ein bisschen klein, ein bisschen weiß, ein bisschen whitening. Aber ansonsten top. Freunde, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Ich habe es schon 20 Mal gesagt, aber ich sage es euch immer wieder. Ein krasses Abo-Special. Kommt bei 350.000 Abos. Und wir öffnen jetzt hier das letzte Pack. Die nächsten werden in einem weiteren Opening geöffnet. Let's go, guys. Tuska. Morpeko. Kamehubs. Coutini. Ripex in der wunderbaren Shiny VMAX-Version. Ich glaube, das ist die erste Shiny VMAX, die wir ziehen, ne? Krass. Krass, krass. Davon gibt es uns sehr wohl ein Normal-Holo. Holy. Der kleine Psychopath hier voll am Start, ey. Stark. Gucken wir uns gleich an, ey. Huh. Nochmal ein Big Pulse zum Abschluss. Da freue ich mich sehr drüber. Centering left to right wieder ein bisschen off. Aber ey, das ist ein geiles Pokémon. Mit einer meiner Favorites. Vor allem, du kannst hier beide Reflexe benutzen. Die sind auch beide oben abgebildet. Das ist sehr stark. Sehr, 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 sehr stark, ey. Boah, da freue ich mich. Giga-Aufstand. Bruder, raste richtig aus. Raste richtig aus. Und ich hoffe, ihr rastet auch aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen da. Lasst gerne... Ich sag's viel zu oft. Lassen wir das. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ja, an alle Leute, die Packs haben, viel Spaß. Und an alle anderen Leute, schaut euch gerne Videos an. Gebt nicht zu viel Geld aus. Ciao, ciao.